Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat Vorsichtsmaßnahmen in der Vorweihnachtszeit zum Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 angemahnt. Corona bleibe gefährlich, sagte Lauterbach. Oft lasse sich die Krankheit nicht vollständig auskurieren. Unter anderem würden oft die Blutgefäße befallen oder das Immunsystem würde geschwächt. Lauterbach rief dazu auf, sich möglichst in den nächsten Tagen schnell noch impfen zu lassen, am besten gegen Grippe und Corona gleichzeitig. In Bus und Bahn sollten Menschen möglichst eine Maske tragen. Wer die Möglichkeit habe, solle lieber von zu Hause aus arbeiten als im Büro. Zudem empfahl Lauterbach im Zweifel einen Corona-Test vor dem Zusammentreffen mit älteren kranken Menschen.